Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Dark Souls. So, meine Lieben, ich habe mich entschieden, hier nicht weiterzumachen, denn ich bin höchstwahrscheinlich zu schwach einfach dafür. Was ist hier los? Okay. Jetzt hier gern bitte wieder hell. Dankeschön. Okay, jetzt bin ich hier. Und zwar möchte ich... Wo ist denn jetzt die Treppe hier hin? Möchte ich... Mein Glück bei dem anderen Weg versuchen. Ich möchte erstmal zum Drachental. So hieß das, glaube ich, ne? Dort möchte ich mal gucken, wie weit ich dort komme. Oh Gott, ich bin so froh, dass die Dinger sich hier nicht bewegen. Genau, möchte mein Glück dort versuchen. Denn dort konnte ich ja auch noch, glaube ich, so eine Tür öffnen, oder? Oder so eine kleine Dings betreten. Irgendwas konnte ich... Ich konnte dort bestimmt irgendwas betreten. Irgendwas war da. Weiß nicht mehr, was es war, aber da ist auf jeden Fall... Ah ja, jetzt hier bin ich wieder safe und so. Ich habe den Faden verloren, mal wieder. Ach so, ja, da ist doch so eine Brücke gewesen oder so eine Stange. Oder auf jeden Fall ist da ein Weg gewesen, damit ich auf die andere Seite komme. Ich möchte das jetzt mal probieren. Und wenn dann halt ein Drache um die Ecke kommt und mich meint, dann da umpusten zu müssen, dann ist das eben so. An euch habe ich kein Interesse. Ich finde das schon mal toll, dass ihr euch nicht so bewegt wie da unten im Dämonental oder wie auch immer das hieß. Ja. Ich werde dann jetzt mit euch Richtung Drachental entlang latschen. So, und bin schon mal froh, dass man mich hier so einigermaßen in Ruhe lässt und dass ich jetzt hier nicht... Okay, da hinten sind die Moskitos. Da sollte ich vielleicht ein bisschen aufpassen. Vor denen... Ja, hier schön entlang laufen und hier bleiben und so. So, gib mal Gummi. Ach, Schandstadt. Ja, natürlich. Wir sind ja noch in Schandstadt. Oder wieder in Schandstadt. Sagen wir es so immer noch. Ja, ich warte ja immer noch auf diese Stadt. Ne? Also, in Schandstadt gibt es keine Stadt. Wolltest du mich gerade schlagen? Kann das sein? Tut mir leid. Oh nein, keine großen Seelen. Keine großen. Oh mein Gott. Kannst du bitte... Oh, ich glaube, das ist ein bisschen zu spät gewesen. So, da vorne kommt auch schon die nächste oder die neue. Dafür habe ich aber leider keine Zeit für. So, jetzt muss ich mich hier nochmal durchkämpfen. Boah, das hier wird richtig mies, wenn ich diesen ganzen kompletten Weg noch einmal zurücklatschen muss. Von Schandstadt. Ja, ich hoffe, ich bekomme das später hin. Aber das ist ja noch ein bisschen Zukunftsmusik. Ich werde mich erstmal hier am Drachental umschauen. So, achso, ja. Ganz klar. Oh, shit, Schild und so. Ja, mit Zauber, mit Magie wäre das schlecht. Ich weiß, dass du da bist. Um dich kümmere ich mich jetzt. So, ist hier die nächste auch schon unterwegs? Ist sie irgendwo? Nee, besser wär's. Dann haben wir alle unsere Ruhe. Und mich wird niemand mehr nerven. Ich würde das richtig toll finden. So, genau. Hier oben bin ich ja gewesen, ne? Als wir damals noch hier diese... Als wir noch online gewesen waren und ich hier diese Schriftzüge gesehen habe, ich fand das richtig toll und finde das echt schade, dass es hier nicht mehr da ist, dass das jetzt weg ist. Mir hat das gefallen. Midna hat mir auch gesagt, das wollte ich euch eigentlich schon von der letzten Folge erzählen, er hat mir gesagt, ich muss da ein bisschen aufpassen oder man sollte da ein bisschen aufpassen, denn man wird da auch oft mal belogen, ja, sodass das nicht immer alles stimmt, was da dahin geschrieben wird. So, irgendwo ist doch hier so eine Dings, ne? So. Oh Mann, ich finde das echt blöd, weil man konnte ja immer sehen, wie die dann gestorben sind, wenn man auf die Blutflecken geklickt hat. Ich wusste nur nicht mehr, ob du jetzt hier warst oder ob du eins unten drunter warst. Oh Mann, ey. Du kannst einen aber auch echt nerven. Habe ich hier noch nicht mal erwischt. Jetzt aber. Und, ach so, mir fällt noch was ein. Ich wollte doch mit euch... Oh, ich weiß nicht, ob das hier jetzt... Das hier jetzt... Doch, das ist eigentlich schon perfekt. Wir trinken mal noch ein Flakon. Und dann gehen wir mal ins Menü. Oder so, ja, hier. Und zwar habe ich doch gesagt, dass ich euch mal sage, was ich da aufgesammelt habe in der letzten Folge. Und zwar ist das schwarze Goldsaum. Ja, eine Kapuze, ein Umhang, ein Rock und Handschuhe gewesen. Ich weiß ja jetzt nicht, wie, warum das jetzt so toll sein soll, aber wir sehen mal. Sack und so ist nicht so toll. Robuste ist es nicht. Wanderermantel. Nee, es ist kein Wanderermantel gewesen. Es ist schwarze Goldsaum gewesen.
Schwarze Goldsamen. Warum ist das denn hier nicht mit dabei? Oh. Blendentuch. Du siehst ja schick aus. Warum habe ich das nicht? Hier ist die Goldsamenkapuze und so. Der Goldsamenumhang. 3,5. Oh, das sieht... Ich möchte das anlegen. Benutzen. Achso, ja. Okay, das funktioniert nicht. Hier sind die Handschuhe. Der Rock. Die Schattenmaske. Okay, die gehört schon nicht mehr dazu. Ich würde das gerne anziehen. Ich sehe bestimmt da voll heiß drin aus. Besonders mit dem Rock. Hahaha. So ein Toter mit Rock. Hier einmal der schwarze Goldsaumumhang. Schwarze Goldsaumhandschuhe. Der Rock. Ey, ich bin... Ey, mit unseren toten Beinen. Ey, wir sehen da bestimmt richtig nice aus. Wo ist denn der Rock? Bestimmt weiter oben. Ah, stopp. Ich glaube, hier irgendwo ist er gewesen. Das hier sieht aber auch irgendwie toll aus. Muss ich sagen. Irgendwie hat das hier was. Der Rock. Okay. Ach, du meine Güte. Wie sehe ich denn aus? Ja, schön ist aber auch anders. Aber es hat irgendwie was, ne? Schuhe hast du gar keine an. Das hier ist aber doch kein Rock, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, ein Rock geht nur bis zum Knie. Ah, das ist vielleicht alles. Ah, komm. Stirb. So, irgendwo ist hier aber auch hier die nächste... Biene, Moskito, irgendwo. Hier, ne? Hier war sie doch. Ja, hier ist sie auch. Schnell, Zauber. Yay. Okay, da musste ich hier hin, ne? Genau, hier habe ich mich runterfallen lassen. Gut, okay, Moment. So, ja, zack. Okay. Moment. Vielleicht sinnvoll. Achso, die Giftdinger sind ja gar nicht mehr da, ne? Die musste man doch nur einmalig besiegen und dann sind die doch weg. War das nicht so? Ey, hör mal auf. Boah, echt jetzt? Kannst du... Are you serious? Jetzt werde ich hier noch von dem Hund hier getötet, oder was? Hättest du wohl gerne. Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen. So, das war's. Stimmt, die sind ja nur einmalig da gewesen. Das hättest du wohl gerne. Das kann ich aber leider nicht dulden, denn ich weiß, dass da vorne an der Ecke noch einer ist. Und ich wollte hier nicht gegen beide kämpfen. Oder gegen alle drei. Hi. Super, schön, dass du da bist. Ich weiß nicht, ob ich das als schön empfinden soll, aber du bist auf jeden Fall... Oh. Ja. Finde ich jetzt nicht so toll. Ich habe jetzt meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass du jetzt stirbst. Na, ganz toll. Ey, hier nur die Feuergegner, ne? Are you serious? Stirb doch mal bitte. Ich glaube, hier kommt schon der nächste. Okay, nee, kommt da nicht. Vielleicht sollte ich auch große Seelenpfeile benutzen, aber ich denke dann immer nein. Warum sollte ich das tun? Ja, super. Hätten wir es getan, hätte er uns nicht angegriffen. Ich bin so froh, dass ich nicht nochmal gegen die kämpfen muss. Gegen diese Goldviecher. Hier steht doch noch einer um die Ecke, ne? Ich wusste es. Nein, 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 nein. Oh, shit. Hier, aufpassen. Da hinten steht noch einer. So, komm. Du darfst gerne kommen und mich versuchen zu erledigen. Natürlich kannst du es nicht. Ich bin so froh, dass die Giftspucker nicht da sind. Meine Güte. Was ein schwerer Satz. Stimmt, man musste die ja nur besiegen und die respawnen nicht. So rum. So, habe ich das damals kaputt gemacht eigentlich? Wahrscheinlich. Nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich mache es einfach sicherheitshalber nochmal, falls ich es nicht getan habe. So. Hier kam ich ja auch nicht weit, ne? Der hat damals da hinten in der Ecke gestanden. Und hier stand noch einer. Das waren 4 Stück, glaube ich. Hier in dieser Ecke. Mhm. War nicht so toll. Stimmt, hier sind jetzt auch nochmal 3 oder 2. Ne? Nee, stopp. Irgendwie verwechsel ich was. Ja, wo bin ich denn jetzt? Ich bin komplett lost. Und wo war das denn? Nee, irgendwas. Ah, wie kam ich denn nochmal dahin, wo diese Trolle sind, dass ich hier rauskam? War das hier? Ich glaube fast nicht. Ah.
Ich finde das hier jetzt echt blöd. Ich weiß nämlich jetzt gerade nicht, wo ich hin muss. Wie war das denn nochmal? Da unten liegt auf jeden Fall eine Leiche. Ah ja, die habe ich beklaut. Ach, das ist doch der Sumpf hier unten. Schaut mal, ich sehe die Gegner sogar von hier oben. Sehe ich ja jetzt erst. Genau. Ich würde mal sagen, wir klettern mal hier runter. Ne, hier bin ich doch gewesen. Hier bin ich hochgekommen. Moment, nochmal hoch bitte. Oder muss ich da hinten entlang? Moment, ich kletter nochmal runter. Es tut mir so leid, dass ich so verpeilt bin und jetzt nicht mehr weiß, wo ich hin muss. Seht ihr? Es wäre mir nicht passiert, wenn ich hier noch diese tolle Funktion hier hätte. Ne, von hier bin ich gekommen. Ey, ich bin doch total doof. Nee, ich muss nochmal hier hoch. Ich weiß jetzt, wo ich bin. Ich habe wieder ein bisschen Ahnung. Ja, so hier musste ich hin. So, und hier habe ich doch gegen dich gekämpft, ne? So, genau. Ja, alles klar. Und dann bin ich doch von hier da runtergesprungen. So, ich muss einfach nur hier rüber latschen. So war das doch, nicht? So, hier sind wir noch nicht gewesen auf der Seite. Aufpassen ein bisschen. Nein, du wirst mich nicht angreifen. Du darfst dich mal gerne hier verabschieden. Mach's gut und tschüss. So, ja. Wie es dann weitergeht, keine Ahnung. Achso, ja stimmt. Hier hat's gehießen, ja, spring runter, ne? Und das war aber nicht so. Und darauf hat dann der Mittler mir geschrieben, ja, du musst aufpassen. Oh, ich habe ihn doch noch erwischt. Ich wollte eigentlich zaubern. Du musst aufpassen, die lügen dich auch mal an. Ja, sehr schön. Also, dann gerade mich hier anzulügen. Ich hätte das gerne. Ich würde das gerne nochmal anstellen, aber ich kann wohl nur online sein, wenn ich PlayStation Plus Mitglied bin. Und das lohnt sich für mich einfach nicht. PlayStation Plus. Komm. Ich hatte das mal ein Jahr lang. Ich habe mir damals so ein Jahresdings gekauft. Ja, ich bin richtig. Weiß zwar nicht, wie ich jetzt hierher gelangt bin, aber ich habe wohl wieder eine Leiter übersehen. Und für mich lohnt sich das einfach nicht. Ich hatte mir so eine Jahreskarte mal gekauft. Und dann war ich Mitglied für ein Jahr. Und selbst wenn es da Spiele gab, die mir gefallen haben, die habe ich mir dann halt immer auf CD gekauft. Du nervst mich hier so ein bisschen. Wie werde ich dich denn los? Meine Güte. Katastrophe. Mach den Abgang da im Sumpf. Deine Freunde freuen sich da unten. Mein Schreibtisch gatschelt noch so ein bisschen. Finde ich jetzt nicht so toll. Ich sehe hier nichts. Das finde ich noch weniger toll. So, ich habe damals hier eine Rolle gemacht, ne? Und bin gestorben. Ich glaube, da muss ich lang, oder? Ach, Moment. Ich gehe jetzt einfach mal. Pack mal dein Schild raus. Irgendwo ist hier doch eine Leiter. Irgendwo ist hier auch eine Leiter. Und ich übersehe die einfach. Die habe ich damals schon die ganze Zeit übersehen. Oder? Auch bestimmt. Ich übersehe die nur. So, hier kamen wir hoch. So, hier ist keine, ne? Ey, Leute, es tut mir so leid. Nimmt der Nanaki hier eine ganze Folge auf, weil er die Leiter nicht findet? Nee. Hier ist aber auch keine. Ich bin von hier hochgekommen, nicht? So, kann ich hier dann vielleicht irgendwo runter? Nee, dann bin ich ja wieder da. Nee, von da bin ich gekommen. Da hoch und so, pipapo. Da muss ich hin. Da hinten, hier irgendwie muss ich da hin. Wie komme ich da hin? Hier muss doch irgendwo eine Leiter sein. Das kann doch nicht dein Ernst sein. So, wir gehen mal weiter. Hier ist auch nichts. Eine Leiter, wie kann das denn sein? Oh, wie komme ich denn nochmal ins Drachental? Oh Mann. Ich hatte mal einen Weg. Das ist nicht gut. Ich weiß es nicht mehr. Von da und da unten bin ich doch entlang gelaufen, für überhaupt hier hochzukommen. Und hier oben muss ich doch entlang. Da oben, da muss ich hin. Wie komme ich da hoch? Wie war das nochmal? Da oben wartet auch schon ein Gegner auf mich. Das ist sehr schön. Immerhin. Einer, der auf mich wartet. Jetzt nochmal hier langsam vorbei. Leute, es tut mir so leid. Ich sehe die Leiter einfach nicht. Moment mal. Ist jetzt ein bisschen blöd. Ich werde die später nochmal rummachen müssen. Ich habe doch hier so ein Ding. So. Wie heißt es denn? Hier. Die Schädellaterne.
Ja, das bringt mir gar nichts. Bringt mir einfach gar nichts. Nichts bringt mir das. Nee, kannst du vergessen. Ich kletter hier mal nochmal runter. Kletter hier mal nochmal runter. Und werde von hier aus einfach mal weiter marschieren. Da hinten ist doch die Truhe, ne? Truhe bringt mich nicht weit. Aber ich springe jetzt einfach mal hier runter. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Doch. Oh Mann, verdammt. Ich hätte auf mein Bauchgefühl hören sollen. Leute, es tut mir so leid. Hier ist eine Leiter, ne? Ist das jetzt auch die, die ich runter wollte? Wenn dem so wäre. Ja, ich glaube, das ist die. Ich probiere es einfach mal trotzdem. Bin ich wieder da, wo ich ursprünglich gewesen bin, nicht? Genau. Hier muss doch eine Leiter sein. Mach das hier mal kaputt. Damit ich mich mal hier hinstellen kann. Ach, da unten ist der Hund. Der aber doch erledigt ist, ne? Warte mal, das sieht... Ach, das ist bestimmt von dir, der Schatten, ne? Ja, okay. Und ich dachte, was ist das für ein Schattenmonster? Dieser Wolf muss doch tot sein. Der ist auch tot. So, aber wie komme ich jetzt darüber? Ey, das macht mich hier doch schon wieder... Eine Katastrophe ist das doch. Wie habe ich denn damals den... Achso, ja, ich habe ja damals den Weg gefunden durch die Hilfe von den toten Mitspielern hier. Von anderen toten. So habe ich den Weg gefunden. Und jetzt habe ich hier aber keine Hilfe und jetzt finde ich den Weg nicht. Das ist doch zum Heulen, ey. Echt? Ja, alles klar. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, meine Lieben. Muss mal gucken, wo ich da hin muss. So, hier runterspringen ist clever. Ich weiß noch nicht mal, wo wir da hinkommen, aber ich tue es einfach. Ah ja, super. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Sieht aber gar nicht so aus. Oh, shit. Nee, das hier ist schade. Gut, hallo, hier bin ich wieder. Meine Seelen, die hätte ich dann wieder. So, verabschiede du dich. So, hier komme ich zur Kiste, ne? Geh mal aus dem Weg hier. Das geht so lange gut, bis ich mich selber abgestürzt habe, ne? Raufklettern, ja. So, zack. Raufklettern. War das hier? Moment mal, hier komme ich doch zur Kiste, nicht wahr? Moment mal, hier gibt es aber auch einen Gegner, glaube ich. War dem nicht so? Ja, hier. Unser Freund hier. Ach. Freunde, Entschuldigung, Plural, verabschiede dich bitte. Danke. Ihr dürft mal runter. So, zack. Dann sind die aus dem Weg. Kletter hier hoch. Ich weiß, das ist blöd, weil ich eben hier gewesen bin. Ich weiß, dass es hier nicht der richtige Weg ist. Und trotzdem kletter ich hier hoch. Weil ich habe Hoffnung. Ne? Ich stirb schließlich zuletzt. Ich wollte mein Schwert auspacken. Das zählt nicht. Ich wollte mein Schwert auspacken. Ich habe auch drauf gedrückt. Ich weiß aber nicht, warum das nicht funktioniert hat. Hier verabschiede. Oh Mann, ey. Jetzt ist der wieder so in mir drin. Ey, ich hasse das. Die rollen sich dann auch noch mit mir mit. Das mag ich so an diesem Spiel nicht. Dass sie sich die ganzen Gegner dann noch so meinen müssen, an mir zu kleben. Und bäh. Ekelhaft. So. Nee, ich kann hier so gucken, wie ich möchte. Ich werde keine Leiter finden. Hier gibt es keine Leiter für uns. Okay. Gut, ich kletter hier dann einfach wieder runter, weil das hier ist absoluter Nonsens. Oh Mann. Super, ich hoffe, ich finde am Drachental, beim Drachental irgendein Lagerfeuer. Weil, wenn ich hier sterbe, habe ich keinen Bock, hier nochmal hoch zu müssen. Nämlich sehr blöd, wenn man nämlich nicht weiß, wie man hier hochkommt. Oh Mann, ey, jetzt hätte ich echt nichts zu tun. So, ich gehe mal hier nochmal rüber. Nein!
Och Mann, was ist das denn für ein Rotz? Und da hinten liegen sie wieder. Super. Muss ich hier langsam machen? Den nehme ich. Oh mein Gott. Man muss hier einfach nur schnell sein, oder? Ich habe keine Ahnung. Ah, stopp hier, Kollege. Ich möchte trotzdem auf die andere Seite. Verabschiede dich bitte mal. Okay. Renn, 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 renn. Sehr schön. Okay. So. Okay. Dann gucke ich jetzt mal, wie weit ich jetzt hier komme. Geh mir mal aus dem Weg hier. So, hier gab es doch auch eine Leiter, ne? Genau. So, dann kletter ich jetzt mal hier hoch. Also ich bin jetzt auf der linken Seite, ne? So, mein Schwert habe ich auch ausgerüstet. Sehr schön. So, diese Giftspießer hier dürfte es nicht. Jetzt bin ich hier. Ich fass es ja nicht. Was ist denn? Da musste ich hier weiter? Moment. Ich geh nochmal zu. Hier ist eine Leiter. Alles klar. Die habe ich dann schon mal übersehen. Sehr schön. Ah, ich glaube, ich bin richtig. Ich bin richtig. Ich bin hier jetzt, glaube ich, da, wo ich es auch sein wollte. Also zumindest bin ich in dieser Etage. So, das hier ist dieses bekannte Schattenmonster, das sich unten aufgehalten hat. Da waren wir mal. Hier ist keine Leiter oder ähnliches. Hier gibt es auch keine Moskitos. Moment. Zack, ich bin wieder total überfragt. Muss doch noch eins hoch. Ich muss noch eins hoch. Irgendwie. Hier muss es irgendwo eine Leiter. Ah ja, hier ist sie doch. Und die sieht man so schlecht. Ja, da hinten muss ich hin irgendwie. Ja, ich erinnere mich. Ja, da, das ist der Weg, den ich gesucht habe. Da, wo diese drei Drolle drin stehen. Ja, genau. Hier muss ich hin, für ins Drachental zu kommen. So, dann fangen wir auch direkt mal mit dem ersten hier an. So, ich habe das wie gehandhabt? Mit Seelen, ne? Mit ich habe dich erstmal so angegriffen. Ich meine, ich brauche ja vor denen so gar keine Angst zu haben, ne? Naja, nicht ganz. So, komm mal her. Oh ja, super. Richtig toll. Nein, 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 nein. Gut, hier vorne habe ich wieder meine Seelen. Sehr schön. Die komme ich mir jetzt auch holen. Und dieses Mal wirst du mich hier nicht die Treppe runterwerfen. Ach, die Treppe hier runterwerfen, ne? Hast du mich verstanden? So. Wo ist denn der andere? Die stehen doch eigentlich ziemlich weit weg. Ich hole den trotzdem mal mit hier hinten hin. Und bekämpf den lieber hier. So, habe ich das nämlich damals, glaube ich, auch getan. So, was ist los? Wo hängt's? Irgendwie habe ich voll Bock, dich anzuzaubern. Okay, das sollten wir vielleicht dann doch lieber sein lassen. So, dann komm du mal her. Zack. Oh ja, super. Du hast mich getroffen. So, jetzt lass mich mal so... Ja, ganz toll. Okay, aufpassen. Schild. Ja. Okay, und jetzt? Oh mein Gott, nein. Daneben. So, ich sollte auf jeden Fall mal ein Flakon trinken. Okay. So, jetzt fühle ich mich da hinten auch schon etwas sicherer bei den anderen beiden hier. Ich meine, es waren drei Stück. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, doch, sind drei. Ich sehe da hinten einer. So, hey, ich bin hier. Komm, mach nicht so. Ja, wir ersparen uns beide viel, viel Zeit. Oh, super. Ganz toll. Ich glaube, das fand er jetzt nicht so toll, dass ich ihn jetzt angegriffen habe. So, komm, hier bin ich. Oh, ja. Genau. Genau, Baby. Lass mich mal hinter dich. Oh, ja, aber doch nicht so. Nicht immer so aggressiv. Okay. Wow. Oh, ja. Oh, und nochmal. Und jetzt aber. So, der da hinten bleibt aber jetzt mal. Habe ich ihn erledigt? Ist er tot? Nee, ist er nicht. Jetzt ist er es. Und tschüss. Ich habe noch zwei Moskitos übersprungen. Aber die sind mir wohl nicht hinterher. Finde ich toll. So, es war hier nur einer. Jetzt ist immer noch dunkel. Mag ich nicht so. Oh ja, hier ist er. Hey. Oh ja. So, und... Oh, ey, ich bin eigentlich genau dicht hinter dir gewesen. Naja, dann bin ich es eben jetzt.
Okay, nochmal anvisieren bitte. Und ja, tu dir keinen Zwang an. Okay, ich sollte vielleicht dann jetzt doch mal mein Schild hochhalten. So, das ist es gewesen. Plündern. Ja, alles klar. Jetzt haben wir noch mehr von dem Mister. Hier ist ein Schriftzug gewesen. Vorsicht. Hier war irgendwas. Vorsicht, Tod oder so. Irgendwas hat hier gestanden. Irgend so eine Schriftart ist hier gewesen. Und dann habe ich mich nicht getraut, weiterzugehen. Achso, und dann habe ich gesehen, dass jemand noch gestorben ist, Drachental. Ich habe hier echt Bammel. Das hier der irgendein Drache, ne? Also, wir haben ja bisher nur einen Drachen gesehen. Der rote da, den ich noch nicht bekämpft habe. Ich weiß nicht. Vielleicht kommt der hier so um die Ecke und meint uns hier ab. Oh mein Gott. Nee, aber diese Brücke hatte ich nicht gemeint. Da, hier, die Brett. Da wollte ich hin. Genau, hier ist eine Tür. Die ist sogar offen. Okay. Okay, was ist das da hinten? Alles klar, ich gehe jetzt erstmal hier rein. So, hab mein Schild. Oh, hier geht's runter. Oh, okay. Ruinen von Neulondo. Hä? What the fuck? Hast du mich erschrocken? Hä? Die kommt mir doch bekannt vor. Hier bin ich doch schon mal gewesen. Ja! Doch, hier sind doch diese Geister, nicht? Doch, hier sind diese Geister. Wisst ihr, was ist? Dann bin ich ja wieder am Anfang, ne? Dann bin ich ja wieder am Schrein hier. Ne? Hier irgendwo, hier. Hast du mich gerade erschrocken? Zack. Zeiten sind vorbei. Gib mir deine 24 Seelen. Ich habe alle Seelen verdient. Ich habe 9000 verloren in der letzten Folge. Wie war das denn nochmal? Oh, ich gehe mal stark davon aus, dass ich sterben würde. Wo komme ich dann hier nochmal hin? Ah, ja. Dann hätte ich ja schon früher nach Schandstadt können, oder? Moment mal. Achental. Hätte man das können? So, jetzt komme ich doch wieder hoch, ne? Halt trotzdem mal dein Schild hoch, falls sich da oben irgendwie was geändert haben sollte. Was ich mir jetzt nicht vorstellen kann, but you never know. Ja, jetzt bin ich doch wieder hier, ne? Doch, ja, Feuerbandschrein, ich bin wieder hier. Das ist aber richtig gut. Wisst ihr warum? Oh mein Gott, das ist ja so toll. Da muss ich ja gar nicht über die ganze Stadt wieder zurückgehen. Ach, vielleicht ist das doch ganz gut, dass wir nicht im Dämonental gewesen sind. Was ist das denn? Wo kommt das denn her? Schmutzige Robe, schmutzige Kapuze, schmutzige Handschuhe, blutbefleckter Rock, schwarzer Augapfel, Blutfleckrock. Gut. Was denn? Tot? Wer ist tot? Untersuchen. Tot. Nein! Sie ist tot! Warum ist sie... Ah, oh, das sind die Sachen von ihr. Warum ist sie denn tot? Nein, ich habe dort die Feuer... Rinnenhüterseele. Dings. Leucht... Keine Feuerhüterin kann nicht entzündet werden. Was? Was ist passiert? Was habe ich gemacht? Was zur Hölle ist passiert? Kannst du mir was berichten? Kannst du mir sagen, was passiert ist? Oh, hello. Well, you certainly are keeping at it. Myself. I'm fine. Let's get started straight away. Gegenstände kaufen. Oh, ich kann mir noch Seelendings kaufen. Noch, Magie. Zauberwaffe. Was ist das nochmal gewesen?
Zauber für Schwerter, führender Wirker, Magiestärkung, rechte Waffe, die Macht der magischen Schwertkämpfer. Okay, kaufe ich. Alright, that'll do it. That should help you on your journey. May we meet again. Seht ihr, aber diese Schriftart ist jetzt da. Warum ist die denn noch da? So, weil das so ein Standard-Dings ist, ne? Ja, das ist einfach noch dieses Tutorial. Er ist auch noch da. Mein Pyromantie-Freund. What the fuck? Was bist du denn? Ah, hell nah. Was? Ah, hell nah. Was zur Hölle ist hier los? Wo kommst du denn her? Bist du böse? Oh, ich würde gern erst abspeichern. Oh, ich kann nicht abspeichern. Wenn ich einen Heimkehrknochen verwende, ist es dafür auch zu spät. Du kannst mir doch bestimmt irgendwas sagen, oder? Did you ring the second bell? That is incredible, I must say. But now we have a new problem. It's noisy. It snores. And its breath is lethal. This is no laughing matter, I tell you. Der redet bestimmt von diesem Wesen, ne? Der hat die Feuerhüterin getötet. Damn. That stench. And I was really beginning to like it here. Oh, maybe it's time I do something about it. Oh, maybe it's time I do something about it. Okay, na ganz toll. Ich würde Leuchtfeuer entzünden. Ich kann es nicht entzünden. Okay, dann muss ich mal hier mit dir reden. Ach du meine Güte. Boah, wenn ich sterbe, wo bin ich dann nochmal? Oh, in Schandstadt. Nee, 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 nee. Also nichts gegen Schandstadt. Ich mag Schandstadt. Also ich fand jetzt, was heißt, ich mag Schandstadt. Schandstadt war jetzt nicht so schlimm, aber ich möchte da jetzt nicht nochmal den Weg entlang müssen. Oh, I'm sorry. Miracles, was it? Sometimes I lose myself. Pay me no mind. Gegenstände kaufen. Talisman, habe ich alles. Das hier fehlt mir noch. Auszug aus großer Heilung. Super. Ganz toll. Wo ist denn ein anderes Leuchtfeuer gewesen? Mal gern von hier oben sehen. Oh mein Gott. Leuchtfeuer. Beim Drachen ist eins. Wo komme ich denn hier hin nochmal? Hoch zur Kirche, ne? Genau. Dann sind wir oben in der Kirche und dann bin ich dort. Und wenn ich dort bin, kann ich ans Leuchtfeuer. Kam ich doch da nicht ans Leuchtfeuer. Was ist denn das für eine... Ah, hier ist aber auch eins. Fällt mir gerade ein. Hier ist ja auch eins beim Schmieden hier, ne? Stimmt, wo sich auch das Tor geöffnet hat und so. Achso, stopp. Ich wollte hier schon lossprinten. Aber... Hier gibt es ja noch was für uns zu tun. Und ich weiß noch, wie ich hier so oft gestorben bin am Anfang, als ich mich hier befand, ne? Ja, ja. Die alten Zeiten und so. So, lass mich hier erstmal durch. Schauen wir erstmal. Ich werde hier aber jetzt nicht in den Wald gehen und so. Also hier jetzt durch dieses Tor, das wir eröffnet haben. Obwohl ja da dieser Dings da auf uns wartet, ne? Dieser Stein... Golem, nee, doch ein Golem steht da, ne? Und hat doch hier alles entfesselt und so. So, hallo. So. Ja, da ist jetzt auf. Ist da jetzt eigentlich unser Freund noch? Steht der da? Sitzt er noch da davor? Rein werde ich nicht gehen. Ich will einfach nur sehen, ob der da noch sitzt. Obwohl ich ja schon ein bisschen neugierig bin. Ich ja ganz ehrlich. Nee, er sitzt nicht mehr hier. Er ist bestimmt schon reingelaufen. Okay, ich werde aber nicht reingehen. Ich werde mich erstmal dem Monster da, ich damit erstmal zusammensetzen.
Ich rede mal hier auch mit meinem Schmieden hier. Vielleicht hat er ja irgendwie in der Zeit irgendeine neue Waffe, besondere Waffe hergestellt. Who knows? Well, hello again. You seem to be doing all right. Need anything forged? Oh, okay. Ausrüstung umwandeln. Eine große Scherbe wird dafür benötigt und 200 Seelen. Umwandlung wählen. Das Schild. Ausrüstung zur Umwandlung wählen. Achso, nochmal zurück bedeutet das. Und das hier bedeutet? Göttliches Ritterschild. Achso, nochmal von Anfang. Auf die normale Grundwaffe, ne? Krude Kampfaxt. Krudes Messer. Was bedeutet krude? 163. Das ist aber nicht schlecht. Nee, möchte ich nicht. Aber die kann ich auch auf 6 bringen. Mit der großen Scherbe. Ich möchte mal gar nichts. Ausrüstung umwandeln habe ich gewählt. Waffe verstärken. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Kleine Scherbe wird benötigt. Ich glaube für meinen... brauche ich einen Drachenstein. Habe ich aber keinen. Zurzeit. Leider. Macht aber nichts. Ausrüstung reparieren, das kann ich auch so. Ausrüstung umwandeln. I'll be seeing you then. Be careful out there. Okay, trotzdem vielen, vielen Dank. Hier unten hat sich aber jetzt nichts getan, oder? Nee, da ist noch alles beim Alten. Da kämen wir dann auch in den Wald. Ich hätte die Katakomben noch. Vielleicht könnte ich das ja jetzt mal probieren. Die Katakomben. Oh, ich mochte den Ort aber auch nicht so, ne? Katakomben. Dann will ich doch lieber nach Schandstadt. Aber dann dieses Dämonenviertel. Weiß auch nicht, ob das jetzt so der Burner wäre, wenn wir jetzt dorthin gehen. Möchte mich auf jeden Fall mal hier mit diesem anderen Wesen mich unterhalten, das Feuer spuckt. Ne, vielleicht. Ich weiß nicht, der hat irgendwie so lieb ausgesehen. Ja, bestimmt. Oh, doof und so. Ja, du. Ey. Was rennst du denn weg hier? So, zack, Schild davor halten. Der hier meint nämlich, dass wir nicht mehr spielen. Zack. So. Ja, ich gehe auf jeden Fall nochmal zurück, oder? Weil ich jetzt noch mehrere Seelen einsammle und die verliere, das wäre nicht so toll. Okay, also er spuckt Feuer, scheinbar. Oh, Mann, 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 Mann. Haben wir es jetzt nur noch hier mit Feuergegner zu tun? Weil wir sind jetzt auch schon bei 51 Minuten, aber ich muss da ja und da noch was rausschneiden. Ups, was mache ich denn für komische Sachen? Bin hier gerade voll blöd gegen diese Taste gekommen. Werde mich aber auf jeden Fall erstmal hier noch mit dem anderen unterhalten. Mit dem habe ich nämlich noch nicht gesprochen. Von dem wir diese Pyromantie gelernt haben. Schaut euch dieses Wesen an. Oh, hello there. I'm pleased to see you safe. As always, if you provide the materials, I can teach you pyromancy. Okay. Ausrüstung umwandeln. Okay. Feuerhand auf 3 gelevelt. Sehr schön. Super. Come back if you find anything new. Leute, ich hab so Schiss irgendwie. Kann ich nicht nur von der anderen Seite rein? Irgendwie? Moment mal. Ich schau mal, wenn ich hier oben bin, ob ich was sehe. So, hallo. Ich weiß, ihr habt alle auf mich gewartet. Ich bin jetzt stärker als je zuvor. Ihr werdet euch alle wundern. So, Schild. Sehr schön. Und nein, nicht treten. Wir treten hier nicht. Oh, hier kann ich was mitnehmen. Ja. Oh, shit. Ach ja, stimmt. Dich gab es ja auch noch. Oh, na ganz toll. Aber ist auch gar kein Thema. Oh ja, super. Und ich renne da voll rein. Aber das zieht mir gar nicht mehr so viel ab wie damals. Oh ja, super. Wir haben die hier alle. Ich glaube, der ist die Klippen runter, ne?
Ach nee, da unten läuft er noch mit seiner Axt. Aber ich sehe von hier oben nichts. Oh. Wie hat der denn jetzt hier verloren? Wie hat der denn jetzt Leben verloren? Ey, sitzt da nicht unser Ritter da? Der wo damals nicht mehr... Moment. Ah, wie kam ich da nochmal hin? Wie komme ich da hin? Wie war das nochmal? Ich habe doch da schon mal was aufgesammelt. Da ist doch unser Ritter da, ne? Von hier? Oh, ich habe keine Ahnung mehr. Oder bin ich von hier darunter gesprungen? Ja, genau, so. Ja, aber gerade so, ne? Warum bist du nicht mehr bei der Feuerhüterin? Ja. Seht ihr? Oder wer bist du? Oder bist du der... Ist das der aus der Kanalisation? Hey, Shemai. I didn't expect to meet anybody here. I suppose great minds think alike, eh? Gegenstände kaufen, Goldharz. Generalschlüssel. Ah, hier hätten wir den... Ja, Kristallschwert. Das ist der aus der Kanalisation. Okay. Helm des Weisen. Sehr interessant, aber auch sehr teuer. Ah, den Generalschlüssel hätte ich von ihm bekommen können. Okay, wenn ich das am Anfang nicht mir ausgesucht hätte. Goldwoods, Goldharz. Blitz hinzu. Okay. Da habe ich nämlich nur eins. That was a fine trade. I have this funny feeling we'll meet again soon. And we'll make another fine trade, of course. Ja, bleib hier einfach nur schön sitzen und, ah, jetzt verstehe ich. Da unten ist das Drachenteil nicht. Ich glaube, ich sterbe aber, wenn ich das hier jetzt hier runterwerfe, nicht? Ja. Um hier wegzukommen, muss ich einen Heimkehrknochen benutzen oder ich schaffe es, darüber zu springen. Das könnte ich doch mal probieren. Moment. So, zack, 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 zack. Und ja, ich hab's geschafft. Wer ist Atze? Ich. Aha, ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Ich hätte, wenn es nicht funktioniert hätte, hätte ich dann ein Dings genommen. Stimmt, von da bin ich dann hochgekommen. So, hier ist mein anderer Freund. Das ist schön. Ich werde mal nochmal was anderes probieren. Ich möchte dieses Monster mal ganz in voller Länge sehen. Ich glaube, ich laufe hier irgendwie komisch. Hier ist eine Sackgasse, hier komme ich doch gar nicht weiter. Also alle Leute, die wir dann so im Spiel antreffen, die sammeln sich alle hier. Kann das sein? Ah, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Moment mal. Mhm. Nanaki hat eine Idee. Musste ich nicht hier runterspringen? Und dann bin ich am Friedhof? War dem nicht so? Und dann kann ich das Monster doch von der Seite mir anschauen. Hahaha. Ja. Hier bin ich nämlich am Anfang immer entlang gelaufen, nicht? Ach Gott, ich weiß noch, wie ich hier meine Probleme hatte. Wisst ihr das auch noch? Oh, nicht treten, nicht treten. Zurück, zurück, zurück. Oh, ja. Oh, zack. Und du bist raus. Okay, so. Zack, zack und zack. Erledigt. So, und dann sehe ich doch das Monster dann doch auch von hier. Ah, jetzt seid ihr auch noch da. Gut, ich muss noch eins hoch, um das Monster genauer sehen zu können. Oh ja, super. Jetzt bist du raus. Schaut mal. Gehört das zu Drachental?
Ich bilde mir jetzt ein, dass hier alles einfach zu Drachental gehört. Oh, was mache ich denn da? Ich wollte doch ein Flakon benutzen. Und werf das einfach so vor mich hin. Das ergibt Sinn. Okay. Der Rabe tut nichts. Dem Rabe geht's gut. Ich will nur mal looken. Ich will nur mal gucken. Oh mein Gott. Okay. Wo ist denn das Wasser hin? Okay, ich kann es auf jeden Fall nicht anvisieren. Den Raben aber. Okay. Kann es nicht anvisieren. Aus welchen Gründen auch immer. Was ist denn mit dem Wasser passiert? Oh mein Gott, Dark Souls. Ich werde hier echt noch krank. Hier. Ja, also ein Freund bist du definitiv nicht. Okay, ich kann nur den Raben anvisieren. Oh nein, ich traue mich nicht. Ich habe ein bisschen Panik. Nur ein bisschen. Okay. Ich brauche keine Angst zu haben eigentlich. Weil wenn ich sterbe, dann ist es halt nicht schlimm. Ich habe nur 634 Seelen. Ne? Kann dich nicht anvisieren. Oh shit, ich komme auch nicht zurück. Ah doch, komme zurück. Ja, super, ist nett und so mit euch. Ah ja, ganz toll. Ich glaube, ich sterbe hier gleich, denn ich werde hier nicht... Ah doch, ich komme hier weiter. Ey Leute, ich habe keine Ahnung. Kann ich mit dir reden? Oh nee, näher an dich ran will ich aber auch nicht. Ich glaube, ich muss bestimmt erst irgendwas aufsammeln, bis es mich angreift. So wie bei dem Dämonen-Dings, oder? Ach, da ist eine Klappe. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber ich habe mich reingetraut, Leute. Ich habe mich reingetraut. So, ich gehe dann jetzt auch nochmal raus. Und wenn ich dann jetzt sterbe, dann bin ich selber schuld. La la la. Wir tun einfach so, als wäre hier nichts. La la la. Alles gut, alles gut. Woo. Ich finde das so blöd, dass ich hier nicht speichern kann jetzt. Keine Feuerhüterin, Leuchtfeuer entzünden. Leuchtfeuer kann nicht entzündet werden. Jetzt ist der weg, weil ich mit ihm geredet habe. Ne? Er hat gesagt gehabt, ja, es gibt hier nichts mehr für ihn und so. Ja, wo ist der denn jetzt hin? Genauso wie der Ritter hier, der ist auch nicht mehr da. Und von ihr habe ich die ganzen Sachen erhalten. Na, ganz toll. Richtig nice. Genau, von hier bin ich gekommen. Da möchte ich möchte jetzt auch nochmal runtergehen. Also jetzt nicht Richtung Drachental, aber ich meine, da unten ist noch was gewesen für mich. So, halt mal dein Schild davor, bevor sich hier auch noch was geändert hat. Ich finde das blöd, dass sich hier jetzt alles geändert hat, dass hier jetzt was Neues ist. Finde ich nicht toll. Wäre das jetzt vielleicht... Ich weiß nicht... Das clever gewesen, dass ich hier überhaupt weggegangen bin. Hätte ich vielleicht doch dagegen kämpfen sollen. So, Moment. Wir kamen von hier. Und ich muss hier aber nochmal runter, ne? Genau, halt dein Schild oben. Die tun mir nichts mehr. Genau, hier bin ich gewesen. So, und so komme ich jetzt wieder ins Drachental, nicht? Ah, hier ist damals die Tür zu gewesen. Ah, ich habe die doch aufgesperrt, ne? Deshalb kam ich hier früher nicht ins Drachental, alles klar. Dann hat sich meine Frage hier auch erübrigt. Ich gehe doch nochmal zurück. Und jetzt bin ich hier wieder. Okay.
Ich habe keine Ahnung. Nee, ich gehe doch nochmal ins Drachental, Leute. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Vielleicht treffe ich hier oben ja noch jemanden. Habe ich mich gerade erschrocken? Oh, nur wegen diesem Efeu hier. Und wenn ich mich erschrecke, dann bewegt sich mein ganzer Schreibtisch. Einfach so. So. Hier waren wir. Ja. Aber hier geht's nicht weiter. So, vielleicht sollte ich mich dann einfach mal trauen, hier entlang zu latschen. Oder kommt mir jetzt gleich ein Drache entgegen? So, da hinten kann ich noch was aufsammeln. Was zur Hölle ist das? Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Ist das ein Drachenknoche oder so? Geh da jetzt einfach mal hin. Da vorne ist auf jeden Fall was Lilanes. Oh, du bist irgendwie komplett lila. Oh mein Gott. Oh, das hier sieht nicht gesund aus. Nee. Nee, m-m. Dafür bin ich noch zu schwach und so. Ich bin für alles zu schwach. Ich kann da nicht hingehen. Ich kann da... Nee, m-m. Kann ich nicht hin. Da kann ich auch nicht hin, weil da ist jemand... Ich weiß, wo ich hin könnte in der nächsten Folge, tatsächlich. Kannst ja mal versuchen, mit dem roten Drache aufzunehmen, ne? Moment mal. Ich bin bei 1 Stunde und 5 Minuten. Muss ich dann alles wegschneiden? Ich guck mal gerade auf meinen Zettel. Ja, das wären fast 10 Minuten. Ja. Komm, wir tun uns das mal an. Feuerenhüterseele, wo konnte ich die denn noch abgeben? Bin ich zu spät? Hat das vielleicht was mit meinen Spielstunden zu tun, dass ich deshalb die Seele hier nicht mehr geben kann? Das ist jetzt natürlich blöd. Achso, ich kann ja auch einfach hier im Wald an diesem Tor einfach mal rein, ne? Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit, was ich in der nächsten Folge tun könnte. Ich weiß es. Ich habe keine Ahnung. Moment. Ich glaube, ich bin hier. Untersuchen. Gut. Ich sehe niemanden. Ist hier das Schlimme? Und wo ist der Ritter hier hin? Was ist mit dem denn passiert? Oh. Der ist auch weg. Alle sind weg. Feuer entzünden ist nicht möglich. Ich gehe da jetzt einfach nochmal. Ja, ich habe keine Ahnung, was mit dir los ist. Traue mich da jetzt auch nicht so. Ich konnte ihn ja auch nicht anvisieren, ne? Ich meinte, ich kann dich auch nicht anvisieren, aber ich kann ja mit dir reden. Was haben wir denn noch? Achso, ja, stimmt, natürlich, den Drachen. Den Drachen haben wir noch. So, dann geh mal hoch. Ja. Hier hätte ich vielleicht abspringen können und mir das dann auch genauer anschauen können. Da vorne sind Treppen. Kann ich diese Treppen entlang laufen? Ja, super, das sehe ich jetzt nicht mehr. Aber das sind Treppen gewesen. Ich habe Treppen gesehen. Dass man vielleicht bestimmt auch irgendwie so komisch rüberspringt oder so. Kann ich mir vorstellen. Versuche mir einfach mal die Treppen zu merken. Ich bin jetzt voll stark und so. Ihr könnt mir gar nichts. Oh, 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 oh. Ja, alles klar. Ihr könnt mir doch was. Oh, doch. Ihr könnt mir eine Menge. Ihr könnt mir eine Menge. Entschuldigung, ich fühle mich einfach so voll überstark und so. Und meine, dass mir niemand mehr was kann. So, erledigt. So, aber ich war nicht so schlecht, ne? Ich bin nicht so schlecht gewesen. Und dann werde ich das jetzt mal hier irgendwie versuchen mit dem Drachen. Ne, ich habe doch hier meine Pyromantiekraft mit Feuerschaden und so. Vielleicht ist das ja die Lösung. Oh shit, ich sterbe. Wow. So, genau, trink mal was. So, ist auch nur ein Flakon, das du trinken solltest, müsstest.
So, stirb bitte. Ja, ganz toll. Super. Drache und so. Sitzt der noch da oben? Sicherheitshalber werde ich mal sowieso hier erstmal noch chillen. Zauberei einstimmen. Du kommst mal weg. Das kommt hier hin. Meine Pyromantie sollte ich vielleicht auch aus. Rüsten. Meine Hand. Wo ist sie denn? Wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Gott, wie viele. Ah, hier ist sie. Pyromantieflamme plus 3. Alles klar. Ist der Drache hier? Gut, nee, dann wird er sicherlich gleich kommen. Nicht wahr? Ja, da vorne ist er doch schon. Okay. Super, ich warte hier. So, und benutze das hier. Oh nein, falsche Taste. So rum. Okay. Oh, ich bin trotzdem gestorben. Ja, ich dachte, das würde mich für eine längere Zeit schützen. Ja, nee, ist aber nicht so. Naja, immerhin. Wie mache ich das dann jetzt? Okay, lauf einfach mal. Sehr schön. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass er jetzt Feuer spuckt. Wo ist er denn jetzt hin? Steht er nicht mehr da oben? Wo ist er denn jetzt hingeflogen? Ach, das ist doch ein Scherz, oder? Okay, Moment. So. Zack. Ah, ich wollte mein Schild benutzen. Schade. Schild. Schild, Schild, Schild. Nee. Wo ist der denn jetzt hin? Hier, mein Freund. Drache, ich wollte dich gern probieren. What the flip? Wo kommst du denn her? Hast du mich erschrocken? Du bist mir einfach nachgelaufen. Nicht wahr? Du hast mir doch gar nicht nachzulaufen. Du bist doch eigentlich zu schwach. Wo ist denn jetzt der Drache hin? Echt jetzt? Ich bin eigentlich viel zu stark. Dein Schild dürfte dir gar nichts bringen. Moment mal. Vielleicht hat sich da vorne hier jetzt auch was geändert. Da vorne hat doch auch mal ein Mann gestanden. Und dann ist er aber, glaube ich, mal nicht da gewesen. Und vielleicht... Nee, doch, er ist da. Vielleicht möchte er uns jetzt auch mal was Neues mitteilen. Oh, hallo da. Ich werde zurückbleiben, um auf den Sonne zu schauen. Der Sonne ist ein wunderbares Körper, wie ein magnificent Vater. If only I could be so grossly incandescent. Okay. Oh, hello there. I will stay behind to gaze at the sun. The sun is a wondrous body, like a magnificent father. If only I could be so grossly incandescent. Soll ich ihn töten? Soll ich ihn töten? Ich weiß es nicht, weil irgendwie... Macht ihr mir gerade einen Eindruck, als könnte er nichts. Aber ich habe dann Angst, wenn ich ihn töte, dass ich ihn dann vielleicht doch nachher brauche. Deswegen will ich ihn jetzt eigentlich nicht töten, falls ich ihn überhaupt schaffen würde. Okay. Ach so. Ja. Wisst ihr, was ich auch probieren möchte? Unbedingt. Ich möchte hier nochmal die alten Orte so ein bisschen ablaufen, weil ich doch erfahren habe, dass wenn ich Mensch bin und so... dass ich doch hier vielleicht nochmal so jemanden antreffen könnte wie die wilde Hilde, ne? Damit ich die doch hier auch beschwören kann und so. So, gib mal Gummi. Der Drache könnte hier vielleicht auch nochmal irgendwie entlang fliegen. Wäre jetzt nicht so toll, wenn er das tun würde, aber... Stimmt, ich habe hier unten noch meinen Freund. Oh, den hätte ich doch fast vergessen. Ja, der ist auch tatsächlich hier unten. Ich hätte besser den anderen Weg ablaufen sollen. Um den kümmern wir uns mal in der nächsten Folge. Dann haben wir da auch mal was
zu tun hier. So, auf jeden Fall werde ich erstmal zurück zum Leuchtfeuer zurückkehren. Genau, das machen wir in der nächsten Folge, meine Lieben. Die ich im Anschluss aufnehmen werde. Und dann werden wir das mal probieren. Oh, das hier gelingt mir jetzt nicht so. Wenn die da alle so eng aneinander stehen. Ja, und ich kann hier nicht viel tun. Oh ja, super. Ich habe im selben Moment zugeschlagen wie er. Ja, auf jeden Fall, das tun wir in der nächsten Folge. Das werden wir mal ausprobieren. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.